erzähl! Oh nein, nun komm, erzähl! 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 Man sagt, in eurem Land überschlagen sich die Erzählungen. Einer, der eine Geschichte erzählt, erzählt seine Geschichte, in welcher eine weitere Person wiederum eine Geschichte erzählt, in welcher ein Bösewicht vorkommt, der auch seine Geschichte erzählt, in welcher ein Vogel vorkommt, der sprechen kann und seine tragische Geschichte wiedergibt. Niemals kommen eure Geschichten zu einem Ende. Und wenn ich dein dickes Buch betrachte, so kann ich mir schon vorstellen, dass ich wohl wenigstens 100 Tage... bei dir verbringen muss, bis du alles erzählt hast. Ich sitze schon bald 2 Stunden hier, aber du schweigst wie ein toter Vogel. Kein Wort hast du mit deinen schönen Lippen geformt. Null. Gar nix. Und schau dich um. Was siehst du? Hier in deinem herrlichen Haus. Es ist mittlerweile voll von Menschen, die auf deine Geschichte warten und neugierig sind. Erzähl. 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 Ich bin Sindbad, der Seefahrer. Man behauptet zwar, man wüsste nicht ganz genau, ob ich wirklich existiert habe, aber ich weiß es und du weißt es auch. Du existierst mit Haut und Haaren. Ja. So wahr ich Sindbad heiße. Diesen Namen habe ich von meinen Untertanen erhalten. Ziemlich ungewöhnlich. Und Sindbad heißt? Herr der Weisen. Den Namen habe ich mir verdient. Sindbad. Und damit basta. 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 Ja, ich sitze hier vor meinem Buch, in welches ich alle meine Abenteuer hineingeschrieben habe. Abenteuer? Mein Gedächtnis reicht so weit wie der Blick in das Flimmern und Zittern der Luft des Horizonts. Ich sehe am Horizont meines Gedächtnisses, das Abenteuer, das ich auf der Affeninsel erlebt habe. Ja, dort, wo unser Kapitän von einem Riesen aufgefressen wurde. Boah, jedes Mal graust es mich, wenn ich nur daran denke. Boah. Oder ich erinnere mich an die Reise, die mich auf die Insel der Menschenfresser gebracht hat, ja, wo ich so wenig gegessen habe, dass ich für die Bewohner als Hackfleisch völlig uninteressant geworden bin. Mein Vater, ein reicher Kaufmann aus Bagdad, starb, als ich noch klein war. Er hinterließ mir Geld und Gut. Und so lebte ich in Saus und Braus. Ich aß das beste Essen und trank den teuersten Wein. Ich dachte, das Leben würde immer so weitergehen. Und so gab ich all mein Geld aus, bis ich eines Tages aus meinem Rausch erwachte. Und da stellte ich fest, dass ich fast den ganzen Reichtum meines Vaters ausgegeben hatte. Oha. Ja, und ich dachte nach. Was dir schwerfällt. Ne? Und ich erinnerte mich an einen alten Spruch, den mein Vater oft gesagt hatte. Nämlich? Es gibt 3 Dinge, die besser sind als 3 Dinge, die schlecht sind.
Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Mut ist besser als Klagen. Und das Grab ist besser als Schwäche. Und so wage es, dein Leben zu leben und fürchte dich nicht. Verkaufte ich den letzten Rest seines Vermögens und beschloss, in die unbekannte Welt hinauszufahren. Mit dem Schiff? Ja, mit was denn sonst? Ich beschaffte mir alles, was ich brauchte und stach mit einer Gesellschaft Kaufleute in See. Tag und Nacht segelten wir vorbei an geheimnisvollen und unheimlichen Gewirken. Wo immer wir anhielten, handelten wir mit unseren Waren und mit der Zeit konnte ich mir einen eigenen Laderaum auf dem Schiff füllen. Und eines Tages kamen wir an eine Insel, die noch niemand vorher gesehen hatte. Sie sah zunächst aus wie eine Sandbank. Einige gingen umher und sahen sich um, andere machten Feuer und Kochen. Jeder tat das, was ihm Spaß machte. Spaß. Da tönte plötzlich die Stimme des Kapitäns. Er war verzweifelt und schrie, so laut er konnte, Leute, lauft so schnell ihr könnt zum Schiff zurück. Rettet euch, wenn euch euer Leben lieb ist. Die Insel ist keine Insel, sie ist ein riesiger Fisch. Eure Füße stehen auf dem Rücken eines Fisches. Fisches, so ein Unsinn. Das kann doch gar nicht sein. Hier ist doch Erde. Sagt und das da vorne sind Sträucher. Ja, sagten einige von uns. Nein, schrie der Kapitän. Der Fisch ist so groß, dass sich Sand auf ihm abgelagert hat. Da wachsen sogar Pflanzen. Ihr habt Feuer angemacht. Und der Fisch spürt jetzt die Hitze. Er hat sich schon bewegt und jeden Moment kann er in die Tiefe abtauchen. Blub. Klar. Ließen alle ihre Sachen zurück und rannten zum Schiff. Einige erreichten es mit Mühe und Not, andere schafften es nicht. Zu denen gehörte leider auch ich. Oh. Ja, ich war nicht schnell genug. Mit einem Mal bewegte sich die Insel, schwankte und bäumte sich auf und in wenigen Sekunden versank sie mit allem, was auf ihr war. Ich ging mit allen anderen unter wie ein Stein. Wie ein Stein? Ja. Die Wellen schlugen über mir zusammen und ich schlug um mich und kämpfte um mein Leben. Nein! Doch! Der Allmächtige bewahrte mich. Wie das? Ach, er ließ ein großes Weinfass vor mir auftauchen. Ich klammerte mich daran und ritt wie auf einem Pferd auf den hohen Wellen. Ja, und dabei benutzte ich meine Beine und Füße wie ein Ruder. Ja, klar. Nach einer Weile konnte ich unser Schiff sehen, das sich immer weiter von mir entfernte, bis es schließlich am Horizont verschwand. Die Dunkelheit kam und ich wurde von den Wellen weiter und weiter geworfen, bis ich plötzlich mitsamt dem Fass auf eine Insel geschleudert wurde. Völlig geschwächt und schlotternd vor Nässe und zitternd vor Angst, klammerte ich mich an einen Ast fest und zog mich an Land. Erschöpft ließ ich mich in den Sand fallen und schlief ein. Ei.
Als ich erwachte, konnte ich nicht aufstehen, sah aber, dass ich auf eine schöne grüne Insel geworfen war. Meine Füße waren dick und geschwollen, und so musste ich wie ein Tier auf den Knien zu den Quellen kriechen. Oh je, und was war dann? Tage später sah ich in der Ferne etwas, das wie ein wildes Tier aussah. Ich ging vorsichtig näher, doch da erkannte ich, dass es eine edle Stute war. Stute? Ja, sie war am Ufer des Meeres festgebunden. Und als die Stute mich sah, stieß sie einen furchterregenden Schrei aus. Den kannst du haben. Und zwar genau von euch. Ein furchterregender Schrei. Okay, jetzt! Ja, ja, genau so, ja. Und ich bekam es mit der Angst zu tun und wollte flüchten. Doch da kam ein Mann von irgendwo hervor und rannte hinter mir her. Und wer bist du? Wer kommst du? Und was tust du hier? Ach, ich bin in großer Not. Ich wurde in das Meer gespült und entging nur knapp dem Tod. Der Mann führte mich in seine Wohnung, einer unterirdischen Höhle. Und nachdem wir gespeist hatten, musste ich alles erzählen. Nun musst auch du erzählen, wer du bist, sagte ich. Und warum hast du diese wunderschöne Stute am Strand angebunden? Ja. Und, was hat er geantwortet? Er sagte, ich bin ein Pferdeknecht des Königs. Wenn Neumond ist, binden wir die Stuten an die Bäume nah ans Meer. Sie paaren sich mit den schönen Meereshengsten, wenn sie niemand sieht. Und dann ein paar Monate später bekommen sie wunderschöne Fohlen. Du warst sicher sehr verwundert über diese Geschichte. Oh ja. Was sagte der Mann? Er sagte zu mir, ich bringe dich zum König. Danach zeige ich dir unser Land. Wir werden dir helfen, damit du deine Heimat zurückkehren kannst. Ich dankte ihm und wir ritten landeinwärts, bis wir zur Hauptstadt kamen. Mein Begleiter ging zum König und erzählte von mir. Der wünschte mich zu sehen und begrüßte mich herzlich. Gefiel ihm deine Geschichte? Oh ja, und dann machte er mich zum Wächter über diesen Hafen. Oh, du brachtest es zu großem Ansehen. Oh ja, das Volk hatte Vertrauen zu mir. Und ich verbrachte eine schöne Zeit. Sindbad? Hm. Dachtest du auch mal an deine Heimat? Oh ja, oh. Und so oft Seeleute in den Hafen kamen, fragte ich sie nach Bagdad. Doch es gab niemanden, der es kannte. Nein. Doch, doch. Und das machte mich wirklich unglücklich, denn man wünscht sich, nach einem langen Aufenthalt in der Fremde nach Hause zurückkehren zu können. Aber ich lernte hier in der Fremde auch viel Neues und Sonderbares kennen. Ich sah am Hafen aber nicht nur seltsame Menschen, nein, ich sah auch ungewöhnliche Tiere. Was für welche? Da war zum Beispiel ein riesiger Fisch, vor dem fürchteten sich die Menschen, sie schlugen Holzstücke aneinander. Diesen Lärm mochte der Riesenfisch überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn die Holzstäbe aufeinander krachten, flüchtete das Ungeheuer. Eines Tages, ich stehe am Hafen und schaue auf das Meer hinaus, als ein großes Segelboot auf mich zukam. Es rollte die Segel ein und legte an. Die Menschen und die Mannschaft begann, die Ladung abzuladen. Eine Ware nach der anderen wurde an das Land gebracht. Und es schien mir wirklich, als wäre das Schiff unerschöpflich. Freundlich fragte ich den Kapitän, ist denn immer noch Ware auf diesem Schiff? Oh ja, entgegnete der Kapitän. Die Waren gehören einem Kaufmann, der ertrunken ist. Da wurdest du hellhörig, oder? Ja, er nannte meinen Namen Sindbad.
Ich betrachtete den Kapitän aufmerksam und erkannte ihn. Oh, Kapitän, rief ich, erkennst du mich nicht? Ich bin Sindbad. Erinnerst du dich an den riesigen Fisch, der uns in die Tiefe gerissen hat? Ich konnte mich auf diese Insel retten und wurde Hafenmeister. Und diese Waren da, sie gehören mir. Oh, ich habe große Sehnsucht nach Bagdad. Backnang? Bagdad. Und was erwiderte der Kapitän? Bei Allah, schrie er, es gibt immer wieder Menschen, die haben überhaupt keinen Anstand und lügen, was das Zeug hält. Ich sagte, glaubst du denn meinen Worten nicht? Natürlich nicht. Hältst du mich wirklich für so dumm? Kaum erzählt man jemanden von einer kostbaren Ladung, ja, die einem Verstorbenen gehört, kommen gleich ein paar Schwindler und beanspruchen das Erbe. Sindbad ist versoffen. Kümmere dich lieber um deinen Hafen. Wahnsinn. Ich war fürchterlich wütend. Ja. Das ist gar doch wohl. Und ich hatte nicht übel Lust, diesem Kapitän richtig Ärger zu machen. Aber ich riss mich zusammen und sprach freundlich zu ihm und erzählte ihm alles, was sich auf dem Schiff zugetragen hatte. Und schließlich musste er eingestehen, dass ich die Wahrheit sprach. Er rief den Steuermann zu sich und auch der erkannte mich wieder. Nun umarmten mich alle und dann sah ich meine Waren an und es fehlte nichts. Ich suchte daraus die kostbarsten Steine und schenkte sie dem König. Großzügig. Da freute sich der König und gab mir zu Ehren ein Fest. Zugleich war er aber auch traurig über das Abschied nehmen müssen. Und so schenkte er mir einen kostbaren Ring. Wow. Dann segelten wir los. Wir machten einen kurzen Aufenthalt in Basra und dann ging es endlich zurück nach Bagdad. Als ich zu Hause war und meine Verdienste für meine Waren durchrechnete, da erkannte ich, dass ich ein reicher Mann war. Ich kaufte ein Haus mit Garten und lud alle meine Freunde zu mir. Ich verprasste mein Geld nicht mehr, nein, dafür aber lebte ich viel glücklicher und dankte Allah für jeden Tag. Du bist also weise geworden. Nach einiger Zeit, wurde ich wieder launischer und gelangweilter. Ich vergaß die Not und die Zeit in der Fremde, vergaß die Insel, die Abenteuer, ich vergaß alles. Hallo, Sindbad, hey, du kannst doch nicht abzischen mitten nach der ersten Reise. Aber ihr habt eben schon so schön geschrien. Ich glaube, ihr könnt Sindbad gut wieder reinrufen. Könnt ihr das machen? Also, passt auf, folgendermaßen. Alle Jungs und Männer rufen Sind! Und alle Mädchen und Frauen rufen Bad! Alle, die nicht wissen, wo sie mitmachen sollen, ist wurscht. Suchen sich eine Gruppe. Achtung, jetzt möchte ich das mal hören. Alle Jungs und Männer Sind! Ich würde sagen, das war sehr schön, aber er hat ja nicht nur eine Silbe in seinem Namen, sondern zwei. Das heißt, die Jungs fangen an und dann kommen die Mädchen. Achtung, und? Cool. Guck mal, es hat geklappt. Ihr seid ja großartig. Super. Das heißt, bei der nächsten Reise macht ihr einfach immer wieder mit, okay? Ich sag euch Bescheid wann, mach ein Geräusch vor und ihr macht es dann nach. Alles klar? Bis gleich. Los geht's. Schön, dass du wieder da bist. Das war also deine erste Reise. Und die besteht ja schon aus 1000 winzigen Episoden, dass einem völlig schwindelig werden kann. Aber was geschah nach deiner ersten Reise? Bist du zu Hause geblieben? Hast du geheiratet? Hast du Kinder bekommen? Oh,
Wir wollen es wissen, oder? Wollt ihr es nicht auch wissen? Ja! Also! Erzähl! Erzähl! Ja. Ich meine, wenn ihr und der Allmächtige es wollt, werde ich meine zweite Reise erzählen. Ja, los! Hört ihr die Vögel im Garten? Selbst die Fische kann man hören, wie sie pfeilschnell durch den Teich flitzen. Zu Hause ging es mir gut. Ich war gesund und hatte viel Geld und war gut angesehen, doch wenn man das eine hat, sehnt man sich nach dem anderen. Ich jedenfalls bekam wieder große Sehnsucht nach der Ferne. Ich hatte das Gefühl, nicht genug von der Welt gesehen zu haben, und so zog es mich wieder zum Meer. Zum Meer. Ich, Dummkopf, war unfähig, aus dem Vorausgegangenen gelernt zu haben. Ich nahm also mein Geld und meine Waren und heuerte wieder auf einem Schiff an. Es war ein schönes Segelschiff. Die Mannschaft bestand aus erfahrenen Männern, die den Ozean liebten. Wir verstauten unsere Waren und dann wurde der Anker gelichtet und wir fuhren davon. Ja, und unsere Reise brachte nur Gewinne. Eines Tages kamen wir auf einer Insel an, die wie ein Paradies war. Nein. Doch, es gab dort Palmen und Blumen, klares Wasser und zutrauliche Tiere. Die Insel schien unbewohnt zu sein. Wir legten an, gingen an Land und wanderten umher. Die Insel war so schön, so schön. Weiter! Erzähl bitte weiter! Da sah ich einen Vogel, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Der Wind wehte sanft und mich überkam eine große Müdigkeit. Du kannst einer besonders gut. Also nochmal, Achtung, und. Ja, und kaum hatte ich die Augen geschlossen, war ich auch schon eingeschlafen. Man hörte nur das Zischeln des Laubs. Das Singen des lauen Windes. Und das ferne Schlagen
der Wellen am Strand. Super. Ja, und Sindbad? Was geschah dann auf der einsamen Insel? Natürlich machte ich mir Vorwürfe, dass ich nicht in Bagdad geblieben war, ich Idiot. Warum habe ich mein schönes Leben gegen dieses Abenteuer getauscht? Naja, also... Schließlich kletterte ich auf einen Baum und blickte in die Ferne. Doch ich sah nichts außer Himmel und Erde. Dann drehte ich mich dem Landesinneren zu und hier sah ich etwas Weißes leuchten. Ich stieg vom Baum herunter und machte mich auf den Weg. Es war eine Kuppel, die in die Luft ragte. Sie hatte aber kein Tor, damit man hineingehen konnte. Und in der Zwischenzeit versank die Sonne. Es wurde schwarz um mich und erschrocken über die Finsternis blickte ich zum Himmel. Oh Gott! Sternenpunkte am Himmel. Ich kann nicht weiter erzählen. Nein, das ist fürchterlich. Was ist denn? Wieso? Es ist zu fürchterlich. Erzähl. Ja. Erzähl. Ja, erzähl doch weiter vom Vogelrock. Kennt ihr den? Der Vogelrock, das ist ein Vogel von so fabelhafter Größe und Stärke, dass er einen Elefanten durch die Lüfte tragen kann, um ihn anschließend zu fressen. Ja. Und dieser Vogel füttert seine Jungen mit Schlangen? Aha. Und nun, passt auf, da wurde mir klar, dass die Kuppel, die ich entdeckt hatte, ein Ei war. Ei des Vogels. Vogelrock landete auf dieser Kuppel und begann zu brüten. Ja, und dabei hatte er ja seine Schwingen nach hinten gelegt mitsamt den Beinen und so schlief er ein. Nein. Doch. Und ich hatte furchtbare Angst. Dann aber kam mir eine Idee, wie ich mich retten konnte. Ich nahm meinen Turban vom Kopf, passt auf, wickelte ihn auf und legte ihn um meine Hüften und dann band ich mich an einem Bein des Vogels fest. Vielleicht bringt er mich auf ein bewohntes Land, dachte ich. Und selbst wenn er mich in ein Land bringt, wo es nur Barbaren gibt, ist es immer noch besser, als auf dieser einsamen Insel zu bleiben. Große, 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 große
Dann endlich flog er wieder der Erde entgegen und ließ sich auf dem Gipfel eines Berges nieder. In panischer Angst band ich mich los, aber zum Glück bemerkte mich das. Grässliche Tier nicht. Es wühlte eine Riesenschlange aus dem Boden, die es mit seinem großen Schnabel festhielt und schließlich in die Lüfte trug. Atemlos vor Schwäche machte ich mich, nachdem der Vogel nur noch als winziger Punkt am Horizont zu sehen war, an den Abstieg. Oh je. Das war sehr schwierig und mühsam. Dabei stellte ich fest, dass der Boden aus kostbaren Diamanten bestand. Nein, doch, ja. Und unten im Tal wimmelte es nur so von Schlangen. Ihre Körper waren so groß wie Bäume. Mit riesigen Mäulern konnten sie mühelos ein ganzes Nilpferd verschlingen. Nachts, wenn es dunkel war, kamen sie aus ihren Höhlen. Tagsüber aber waren sie verschwunden. Ich hatte wahnsinnige Angst vor diesen Ungeheuern. Unruhig blickte ich mich um und überlegte, wie ich wohl die Nacht verbringen konnte, ohne von diesen Drachen verspeist zu werden. Schließlich entdeckte ich eine Höhle mit einem niedrigen Eingang. Oh, ich kann nicht weiter erzählen. Es wühlt mich zu sehr auf und ich bin müde vom Reden. Das mit den Schlangen musst du uns erzählen. Mm-mm. Und du hast uns neugierig gemacht. Nein. Du hast uns neugierig gemacht. Ja. Ach. Doch. Alles war so schrecklich und ekelhaft. Na komm. Na gut. Also ich lag da in dieser Höhle, als diese fette Schlange kam, so groß wie ein 100-Meter-Drachen, und mich mit ihren toten Augen anstarrte. Aus ihrem Mund hechelte der Atem und es prasselte in ihrer Kehle nach stinkendem Feuer. Und so schnell ich konnte, stürzte ich aus der Höhle, rannte das Tal hinunter, bevor ich übermüde, hungrig und durstig zu meinem großen Entsetzen. Jetzt kann ich aber nicht mehr weiter erzählen. Es raubt mir den Verstand, wenn ich es mir nur vorstelle. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Wir rufen alle gleichzeitig so laut wir können. Du kannst doch nicht einfach aufhören hier! Du kannst doch nicht einfach aufhören zu erzählen! Doch! Nein! Zu meinem Entsetzen, das glaubt mir hier niemand, sah ich ein blutiges Tier vom Himmel fallen. Aber jetzt ist Schluss mit der Geschichte. Es reicht. Keiner soll mein Entsetzen genießen können. Du kannst nicht einfach aufhören. Doch. Sonst muss ich weitererzählen. Du weißt doch gar nicht das Ende des Abenteuers. Na ja. Meines Abenteuers. Ich müsste es erfinden, oder? Ja, erfinden, ja. Auch wenn es natürlich nicht leicht zu erfinden ist, warum ausgerechnet blutige Tiere vom Himmel fallen. Ich meine, das habe ich ja auch vor vielleicht 1000 Jahren erlebt. Entschuldige, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, sicher. Natürlich wusste ich auch nicht, wer die vom Himmel gefallenen Tiere so zugerichtet hatte. Aber dann fiel mir ein, was so furchterregend war, dass ich kaum noch in der Lage war zu atmen. Ja, ich röchelte wie ein Walross vor Angst. Ist ja gut. Warum
Das kann ich leicht erklären. Aha! Ich war nämlich im Tal der Diamanten gelandet. Im Tal des Schreckens. Niemand kommt lebend aus diesem Tal heraus. Die Diamantensucher aber hatten einen Trick entwickelt, sich in den Besitz von Edelsteinen zu bringen. Echt? Wie? Sie schlachten ein Schaf, werfen den Kadaver in dieses Tal und an seinem Körper bleiben dann die Diamanten hängen. Und wenn die Sonne hoch am Himmel steht, kommen die Geier und stürzen sich auf diese Tiere und tragen sie an die Stelle, wo sich ihr Horst befindet. Dann aber kommen die Diamantensucher herbei, verscheuchen die Geier und nehmen die Diamanten aus ihren Nestern. Klatschte erneut ein totes Schaf direkt neben mir auf den Felsboden. Tausende von Diamantensplitter lagen wie Kieselsteine neben dem Tier. Ich nahm sie und füllte mir die Taschen damit. Dann rollte ich meinen Turban aus, legte mich darauf, band das Ende am Schaf fest und bedeckte mich mit dem Fleisch des Tieres, um darunter zu verschwinden. Es war die einzige Möglichkeit, für mich in Freiheit zu gelangen. Kaum hatte ich das nämlich gemacht, schoss ein Geier hernieder und riss das Fleisch an sich, an das ich mich gebunden hatte. Er trug mich damit auf den Hügel und kaum war er dort angekommen, begann er mit seinem spitzen Schnabel auf das Fleisch einzuhacken. Ich hatte große Angst, dass er mich treffen würde. Doch plötzlich ertönte über mir lautes Lärmen und Schreie von Menschen. Vogel erhob sich so schnell er konnte und flog davon. Hallo? Oh, Moment, Sindbad. Du hast mir doch von deiner letzten Reise schon einiges erzählt. Wie du nach all diesen Schiffsbrüchen und Todesängsten endlich einmal eine Reise des Friedens machen wolltest. Ja, aber Mensch, dich dein Leben dann doch wieder zu langweilen begann und die Lust auf Abenteuer, die Gier nach guten Geschäften immer größer wurden. Aber es kam ja sowieso alles ganz anders. Denn euer Schiff, das bin ich jetzt, geriet in einen fürchterlichen Sturm. Und dieser Sturm seid ihr. Achtung, ich bin das Schiff, ihr seid der Sturm. Donner! Los! Genau so, dein Gewitter prasselte auf uns hernieder, wie ich keines je zuvor erlebt habe. Wir wurden hin und her gerissen und als wir versuchten, den Anker zu werfen, riss die Ankerkette und lange Zeit trieben wir über das Meer und verloren jede Orientierung. Und irgendwann brüllte der Kapitän, dieses verdammte Meer, über das wir fahren, wird das Meer der Königsgräber genannt. Es wimmelt hier von Fischen, die so groß sind, dass sie Menschen und sogar ganze Schiffe verschlingen können. Das Verfluchteste aber sind diese Wirbelstürme. Darum sage ich, verflucht nochmal. Hatte unser Kapitän gegen das stürmische Wasser angebrüllt, als auch schon unser Schiff aus dem Wasser emporgehoben und wieder fallen gelassen wurde. Wir schrien alle laut. Und dann plötzlich hörten wir einen furchterregenden Schrei.
Er kam aus der Tiefe des Meeres. Und dann tauchte vor uns ein Fisch auf. Der war so groß wie ein Felsmassiv. Und neben ihm erschien ein zweiter Fisch. Der war das größte Wesen, das ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Und dann? Ja, tauchte auch noch ein dritter auf und der war größer als alle beide zusammen. Und dann? Und dann tat der... sein Maul auf, um uns alle zu verschlingen. Wir schauten in sein riesiges Maul. Und bevor uns aber der Fisch fressen konnte, griff der Wirbelsturm nach dem Schiff, hob uns empor und schleuderte das Schiff auf einen Riff. Ach, ich habe es satt, weiter zu erzählen. Mir stehen die Haare zu Berge. Ja, ich friere wie ein nackter Säugling. Ich habe die Schnauze voll. Moment. All dieses widerliche Zeug nochmal zu erzählen. Ganz ruhig. Dann flüster mir doch das Ganze ins Ohr. Und ich erzähl's dann laut weiter, okay? Na gut, dann komm her mit deinen Ohren, stell sie aber scharf, ja? Achtung. Und hör zu, wie der Sturm uns alle über Bord geworfen hat. Und alle meine Freunde ertrinken mussten, alle! Also, wie fasse ich das zusammen? Du wurdest an Land gespült. Du wolltest nie wieder eine Schiffsreise machen. Du hast dir ein Floß gebaut, ja? Ja. Ja. Damit fuhrst du talwärts. Du steuertest auf einen Wasserfall zu, konntest nicht mehr anhalten und vom Wasser wurdest du hin und her geworfen. Richtig? Ja. Und dann wieder überschlug sich das Floß und zog mich mit sich. Halb ertrunken wurde ich wieder an die Oberfläche gespült. Dort waren Menschen? Ja, die zogen mich an Land, sie stützten mich und halfen mir. Und da trat? Siehste, dieser alte Mann, oder? Genau. Ja. Der Scheich hervor. Er hieß mich willkommen und ließ mir ein Bad anrichten. Oh, und gab mir frische Kleider und lud mich zum Essen ein. Er hatte eine hübsche Tochter, ja, die mir gut gefiel. Sie war so das Mondlicht über den Wäldern. Ja. So. Thank you.
Eines Tages sagte der Scheich zu mir, du bist für mich wie ein Sohn. Wenn du also meine Tochter heiraten möchtest, so freue ich mich und gebe euch meinen Segen. Natürlich haben wir geheiratet. Ach ja, und die Geschichte von den Menschen, denen Flügel aus den Schultern herauswuchsen, die muss ich euch auch noch erzählen. Ja, los! Jeder Flügelschlag machte gefährliche und heimtückische Geräusche. Was? Also, es gab Tage, an denen sich die Bewohner seltsam veränderten, ja? Mhm. An diesen Tagen kamen sie mit Vogelmasken auf die Straße und aus ihren Schultern wuchsen Flügel. Ach, den Scheich hat das Ganze überhaupt nicht verwundert, ne? Der sagte immer, ich will davon nichts wissen. Merkwürdig. Aber du, Sindbad, versuchtest, das Geheimnis allein zu ergründen. Sindbad bat einen dieser Flügelmenschen, ihn mitzunehmen. Das hat er dann auch gemacht und ihr seid davon geflogen. Und dann riefst du, gelobt sei der Allmächtige! Ha! Das war ein Fehler. Kaum waren die Worte ausgesprochen, fuhr ein riesiges Feuer vom Himmel direkt zwischen euch. Der Fliegende war so wütend, dass er sich auf dich stürzte, um sich zu rächen. Ah, du konntest gerade noch entkommen und hast eine völlig neue Landschaft erreicht. Es war ein anderes Licht. Und hin und wieder bildete ich mir ein, Flöten zu hören. Alles schien ganz unwirklich. Da traten zwei Jünglinge hinter einem Felsen hervor und ich sprach zu ihnen, wer seid ihr und was tut ihr hier? Wir sind die Diener des Allerhöchsten und wir wohnen hier im Gebirge. Und dann reichten sie dir einen Stab aus Gold und verschwanden. Wieder veränderte sich die Landschaft. Geröll hallten, brüllten. Und die schroffen Felsen hatten tiefe Höhlen, aus denen es herausfauchte. Plötzlich kam aus einer der Höhlen ein rattenartiges Untier hervor. Es hielt einen Menschen in seinem riesigen Maul, der zappelt, 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 Du hast den goldenen Stab zwischen beide Hände genommen und ihn der Ratte auf den Kopf geschlagen. Erschrocken spuckte sie den Menschen aus. Doch dann drehte sie sich zu dir um. Und ich nahm den Stab und schlug die Ratte damit in die Flucht. Aha! Wow. Ja? Nachdem ich den Mann gerettet hatte, gingen wir gemeinsam weiter. Dann stießen wir auf eine Gruppe von Menschen. Ja, und in dieser Gruppe hast du jenen Bekannten gesehen, der dich doch auf dem Rücken mitgenommen hatte. Auch die anderen waren bei ihm, ne? Was in aller Welt ist in euch gefahren, mich hinunterzuwerfen? Hast du sie angeschrien? Ihr... Hilfe!
zweiten Riss erschien kam. Und dann trat einer auf dich zu, ja, und sagte: Nicht wir hätten dich umgebracht, sondern du selbst hast unser Leben leichtsinnig aufs Spiel gesetzt. Was war denn in dich gefahren, dass du auf unserem Rücken den Allmächtigen lobtest? Ja, warum hast du das gemacht? Ach, was weiß ich, was soll denn daran schlecht sein? Wer das tut, ist des Todes, sagten sie. Ja, aber ich lebe doch noch. Da waren sie stumm vor Staunen. Oh ja. Und dann schenkte ich den Stab dem Mann, dem ich das Leben gerettet hatte, und wir nahmen Abschied. Mein fliegender Bekannter nahm mich auf den Rücken und brachte mich zurück zu meiner Frau. Ihr Vater war in der Zwischenzeit leider gestorben. Ich bitte dich, sagte sie, zieh nie wieder mit diesen Wesen aus. Sie machen Teufelswerk. Ach, ich will nicht länger hierbleiben, sagte ich zu ihr. Bitte komm mit mir in meine Heimat. Nachdem wir alles verkauft hatten, nahmen wir ein Schiff und fuhren zurück in meine Heimat. Da staunten deine Freunde, als du wieder zurück warst, oder? Oh ja. Und ich machte ein großes Fest und verschenkte meinen Reichtum in der ganzen Stadt. Ich versuchte in Ruhe zu leben und ließ Güte in mein Herz. Ah ja. Ja, Güte. Und sonst beruflich, privat? So. Ach, ab und zu soll ich meinen Blutdruck messen, aber. Ja, und seitdem leben wir alle ein bisschen friedlicher auf dieser Welt, die voll Wunder und Schrecken ist.